meine Damen und Herren, einen schönen guten Morgen, einen schönen Frühlingstag zu einer wichtigen Veranstaltung, die wir jedes Jahr haben. Ich darf das auch im Namen der Wirtschaftskammer Österreich tun. Die Praxistage sind immer die Chance, zu wirklich hochinteressanten Beiträgen zu kommen. Ich möchte mich an der Stelle auch ausdrücklich bei der SV bedanken, die ja unsere Versicherung der Selbstständigen ist und sich bemüht, in diesem Bereich qualitativ hochwertige Gesundheitsversicherungsträger zu sein. Ich will jetzt gar keine Diskussion anfangen über die Maßnahmen der Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit dabei. Bei den Japanern ist möglicherweise der Grundsatz da, je weniger sie beim Arzt waren, umso länger leben sie. Möglicherweise ist diese Korrelation auch noch festzustellen, darf ich zu Hause nicht sagen, bin auch mit einer Ärztin verheiratet. Aber zurück zur Frage, was den Gesundheitszustand unserer Wirtschaft betrifft. Wir sind ja nach im Jahr 4 der Krise nach dem Lehman Brothers Insolvenz im September 2008 an einer schwierigen Weggabelung. Wir haben laufend jetzt reduzierte Konjunkturprognosen seitens der Wirtschaftsforscher. Dennoch ist die österreichische Wirtschaft im internationalen Vergleich in einem eigentlich robusten Zustand. Und wir sind, und das unterscheidet uns von den Ländern im Süden Europas, in einer Situation, dass wir im Wesentlichen eine extrem wettbewerbsfähige Wirtschaft haben. Wir sind, was die Exportdaten betrifft, trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Situation unter den Besten. Wir halten so ein bisschen im Kielwasser der Deutschen auf hochkompetitiven Märkten ohne Probleme mit. Und ich glaube, wir können das aufgrund der österreichischen Wirtschaftsstruktur, aufgrund der Qualität der Betriebe, aufgrund der Qualität von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort. Das ist die Riesenchance, die wir genützt haben in den letzten 3 Jahren. Daher ist Österreich das Europameister bei der Arbeitslosigkeit. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit. Wir haben eine öffentliche Budgetsituation, die deutlich besser ist als in vielen anderen Ländern. Wir sind heuer bereits mit den jetzigen Maßnahmen der Bundesregierung deutlich unter den 3% des Maastricht-Kriteriums fürs Defizit. Wir werden bis zum Jahr 2016 komplett das öffentliche Defizit abbauen. Und dabei haben wir ein Sparpaket, das nicht im großen Stil Kaufkraft reduziert oder die Konjunktur dämpft. Das macht auch einen großen Unterschied zu den Maßnahmen, die in anderen Ländern gesetzt werden in Europa. Wenn man sich heute nach Spanien schaut, wenn man sich heute nach Italien schaut, dann sieht man, dass die Maßnahmen, die dort ergriffen werden müssen, zu einer Kontraktion der Wirtschaftsleistung führt. Ganz schlimm in Griechenland, aber auch sehr schlimm in Portugal. Das heißt, reduziere öffentliche Hände, die nicht mehr in der Lage sind zu bedecken, führen dazu, dass es zu einer Einschränkung der Wirtschaftsleistung kommt und damit werden die Probleme nicht kleiner, sondern wieder größer, weil ja gleichzeitig die Staatseinnahmen hinten nachhinken. All das erspart sich Österreich aufgrund dieser hervorragenden Struktur. Sie basiert wesentlich auf kleinen Mittelbetrieben. Wir sind also, obwohl die EU als Ganzes der Europäischen Union schon von Millionen KMUs getragen ist und eine deutlich andere Struktur hat als eventuell beispielsweise China oder andere große Wirtschaftsregionen, ist Österreich noch ein prototypischer Fall dafür, weil wir eine besonders intensive Klein- und Mittelbetriebsstruktur haben und die ist meiner Meinung nach auch jene Stärke, die wir sichtbar in der Krise ausgespielt haben. Es waren unsere KMUs, die ohne, dass sie die Unterstützungsleistung der Kurzarbeit wie die Industrie verwenden musste, die Beschäftigung gehalten hat, ja sogar die Beschäftigung ausgeweitet hat in Zeiten der Krise und damit sich ihre eigene Kundschaft auch erhalten hat und damit gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass wir gut durch die Krise kommen, gleichzeitig aber auch dafür gesorgt haben, dafür, dass die Arbeitslosigkeit niedrig blieb. Und all das zusammen ist eine hervorragende Grundlage für die nächsten Krisenjahre. Wir müssen nur alles dafür tun, uns die Struktur zu erhalten. Und da müssen wir eine Reihe von Maßnahmen setzen, die angesichts der Schwierigkeiten in der Weltfinanzkrise auf uns zukommen. Stichwörter sind vor allem die Finanzierungsfrage. Es kommt jetzt Basel III. Wir leiden immer noch an der falschen Finanzstromregelung, die Basel II gebracht hat. Wenn dann der Kauf von irgendwelchen US-Ramschpapieren mit AAA 1,6% Eigenkapital bei der Bank verlangt hat, der Kredit an ein hochmonetäres KMU-Unternehmen unter der Retailgrenze aber 6% Eigenkapital verlangt hat, dann war das ein falsches Regelwerk.
Und dieses falsche Regelwerk droht uns mit Basel III im noch schärferen und stärkeren Ausmaß zu treffen. Hier gilt es geschlossen, gegen diese Auswirkungen zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass im Bereich der Unternehmensfinanzierung wir weiterhin das bewährte kontinentaleuropäische Modell haben, ausreichender Bankkredit aus ausreichenden Sparbereitschaft der Bevölkerung und damit den Hebel für die Familieneigentümer der Betriebe zu geben, dass sich Investitionen im eigenen Betrieb lohnen und sie es auch hoffentlich wieder erkennen. Denn das haben wir ja leider in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass man lieber ins internationale Finanzcasino gegangen ist via Veranlagung, bevor man im eigenen Betrieb investiert hat. Und wenn wir diesen Zustand wieder herstellen, könnten wir auch wieder Wachstumsraten haben wie vor 30 oder 40 Jahren, weil wenn in die Realwirtschaft investiert wird, dann haben wir auch entsprechende Wachstumsraten. Die Praxistage sind die Chance für all jene, die sich nicht diese Informationen holen, aber vor allem nützen diese Tage, um sich miteinander zu vernetzen. Denn funktionieren tut ein solches, Rifkin nennt das laterales Wirtschaftssystem, wo also kleine Einheiten miteinander optimal kooperieren, nur wenn sie miteinander kommunizieren. Und die Schwarmintelligenz funktioniert nur, wenn man durch entsprechenden Informationsaustausch untereinander miteinander Höchstleistungen erbringt. Die Ameisen machen das mit Botenstoffen, die Bienen mit diesem Schwänzeltanz, wie alle noch in der Biologie gelernt haben. Österreichische Unternehmer tun es bei ihren Zusammentreffen. Ein wichtiges davon sind die Praxistage hier. Und ich wünsche ein schönes Honigbienenschwänzeln auch hier im Rahmen der Vernetzung. Danke.